Bruchstein lasse ich mal oben. Stein, Cham, Cham, Cham. Zack. Erde. Da. Davon haben wir viel zu viel. Weiße Wolle behalte ich mal drinne. Und das alles genau oben. So. Ah ne, Stein. Hier, warte, Stein. Zack. Okay. Ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Weil angeblich soll ja schon ein neuer Halloween-Teil in Planung sein. Und das wäre krass und würde mich natürlich auch freuen. Aber ich bin trotzdem dann auch gespannt, was man sich einfallen lässt. So, ich mache jetzt einfach mal alles da rein. Den Architektustisch baue ich mir wieder auf. Zack. Was wir jetzt einfach mal machen können, während das hier auch natürlich durchgeht, das hole ich mir einfach mal eben. Ich hole mir mal eben eine Dierschaufel und nee, das bringt ja nichts. Ich habe ja den Weg mit Kies. Ich brauche Kies. Ja, okay, aber wir brauchen ja trotzdem noch eine Schaufel. Da ich ja gesagt habe, ich möchte ja hier so einen Weg auch machen. Die Truhe müssen wir auch noch wegmachen. Da haben wir sogar noch Kies drin. Machen. So. Weil dann können wir das hier schon mal so auslegen und das wird dann der Weg. Genau. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. So, hier können wir aber. So machen. Genauso wie wir das auch hier machen können. Hier mache ich jetzt aber einfach mal keinen Weg hin. So halt eben, aber muss ich noch gucken, weil vielleicht mache ich dann hier das Wasser ein bisschen kürzer. Dann kommt das auch gut hin. Aber ansonsten nicht. So, sammeln wir nochmal die Erde auf. Haben wir auch nochmal hier den zweiten Gang machen müssen. Nee, aber das soll natürlich so zu Halloween und so gewesen sein. Ich bin ja gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr schon halt den neuen Film auch gesehen habt. Ich denke mal, zu diesem Zeitpunkt jetzt mit Sicherheit schon. Also, ansonsten unbedingt angucken. Unbedingt. Also, wer den nicht ansieht, der hat was vergessen im Leben. Sage ich jetzt einfach mal so. Hau ich jetzt einfach mal so raus, ne? Also... Ansehen. Unbedingt. So. Hau das alles nochmal eben hier rein. Das hier. Das hier. So. Ja. Ich würde ja sogar schon fast sagen, dass das hier mit der Session ist wahr. Weil jetzt als nächstes sowieso dann so gesehen diese neue Special-Folge mit der Timeless und Fanfiction kommt. Wir können ja aber sonst mal kurz gucken, wie jetzt so die Planung ist.
für das nächste Mal. Warum gehe ich dafür ins Haus? Das ist unnötig. Also, abgesehen von so Kleinigkeiten wie hier den Weg machen oder so. So gesehen, sagen wir jetzt mal, Rousseau's Camp ist fertig. So. Das heißt, wir können uns theoretisch daran setzen und die Kleinigkeiten wie das Floß machen, das Lager eben von Danielle, dass wir das schön machen, halt eben. Lol. Wartet mal. Lol. Ich stehe in Flammen. Ich verliere manchmal immer den Faden, weil ich dann irgendwie über andere Sachen nachdenke. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja genau, also wir werden das Camp machen. Und ich muss mal hier kurz eben unterbrechen. So. Da bin ich wieder. Das ist es leider, wenn man dann immer unterbrochen wird, ne? So, ja. Ne, Schlüssel wurde vergessen. Deswegen. Und dann bin ich erstmal angerufen. Ja, kannst du mir die Tür aufmachen? Jo, okay. Hallo Kühe. Nee. Also, die nächste Planung für die nächste Session ist also folgende. Wir werden uns zuerst um das Camp von Danielle kümmern. Dann werden wir das Floß schön zu Ende bauen, weil ich denke, ich baue das sogar nochmal komplett ab, um das auch flacher zu bauen. Das ist kein Floß mehr, das ist schon fast ein Boot. So, und danach, da gucke ich jetzt mal eben wirklich nach, was ich da jetzt noch für Ziele aufgeschrieben habe. Hier, Seil am Strand, damit sind wir fertig. So. Hängebrücke haben wir. Versteckt noch nicht. Dann das Floß. So. Dann bauen wir nur noch die Luke, möchte ich mal ganz kurz sagen. Nur das Äußere oben. Und dann kommt nur noch das dunkle Territorium mit dem Schiff. Der Black Rock. Und dann sind wir mit der ersten Staffel durch. Möchte ich mal ganz kurz sagen. Dann sind wir mit der ersten Staffel durch. Liebe Freunde, und danach fast 400 Folgen, oder also zu dem Zeitpunkt, dann werden es über 400 Folgen sein, wo wir dann 10 Ziele abgearbeitet haben. Aber sowieso irgendwie, wenn man das mal abzählt, wenn wir 150 Folgen mal davon abzählen, das heißt, sagen wir jetzt mal so 250 Folgen für 10 Ziele und 150 Folgen für Bauprojekte, so wie Haus, eben hier Villa, oder eben das Lager, wo ich ja auch sehr, sehr lange dran saß. Wenn man die Folgen abzählt, dann ja, ist das ja eine gute Quote, würde ich jetzt mal so meinen. Ja, also wenn euch die Folge hier natürlich gefallen hat oder insgesamt die Session, lasst mir mal natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session. Als nächstes kommt also die besondere Timelapse. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ja. Könnt ihr mir dann mal in die Kommentare dann schreiben. Natürlich erst zu diesem Zeitpunkt, also morgen dann demzufolge. Und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. So, wo logge ich mich jetzt am besten aus, was passt auch, was ich machen werde. Ich logge mich einfach mal hier so bei den Tieren aus. Zwischen Hühnern und Schafe. Zwischen den Hühnern und den Schafen. Hier so oben auf dem Hügel, wo ich beides im Blick habe. So. Hier logge ich mich aus. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Freut euch also auf die nächste Folge, die etwas besonders sein wird. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und mir bleibt nur zu sagen, euch einen wunderschönen Tag und Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.